Ja, herzlich willkommen, liebe Eintracht-Fans, zur ersten Tradition zum Anfassen des Jahres 2021. Einmal mehr in Corona-Zeiten eine Tradition zum Anfassen at home. Ich freue mich, dass ihr zuschaut. Ich bin der Matthias Thoma vom Eintracht-Museum und wir haben auch einen Vertreter der Fanabteilung hier. Hallo, mein Name ist Henning Schwarz von der Fanabteilung. Wir starten in die neue Tradition zum Anfassen gleich mit einem Fußballgott. Wir haben heute hier Thomas Zampach, Fußballgott. Herzlich willkommen, Thomas. Hallo und erstmal ein frohes neues Jahr noch an alle, ne? Danke. Thomas, du bist der erste Fußballgott in Frankfurt. Ja. Wie fühlt man sich da so? Ja, es war schon was Besonderes oder ist was Besonderes. Ich glaube, es wird einem jetzt erst so ein bisschen auch bewusst, wenn die Karriere, glaube ich, mehr vorbei ist und wenn so wirklich ein paar Jährchen schon vorbeigegangen sind, dann realisiert man das, glaube ich, noch mehr. Hast du das damals so mitgekriegt, dass die Fans das auf einmal gerufen haben, dass es auf einmal mehr wurde, dass dann Mannschaftskameraden angefangen haben, Fußballgott, und am Ende gab es ein T-Shirt davon? Ja, das habe ich auch mitbekommen zum Schluss, aber nein, am Anfang hat man das natürlich schon ein bisschen auf einmal mitbekommen, ich wusste gar nicht warum, aber ich glaube, das lag so ein bisschen, glaube ich, an meiner Spielweise, glaube ich, und das kam, glaube ich, dann damals bei den Fans ganz gut an. Damals war ja auch die Ultras mehr oder weniger 97er gegründet worden, das war ja auch das Jahr, wo ich dann so kam und auch der erste Aufstieg, wo wir dann gefeiert haben. Ja, den ersten Aufstieg gefeiert mit der Eintracht und letztlich muss das ja für dich ein großer Traum gewesen sein. Wir kommen gleich dazu. Du bist Fußballer seit Kindheit. Du hast angefangen, bist aus Frankfurt, gebürtiger Frankfurter, ja. Hast angefangen mit 4 Jahren Fußball zu spielen. Wo hast du angefangen? Am Frankfurter Berg habe ich angefangen mit 4 Jahren, habe da auch meine komplette E-Jugend gespielt, bis ich dann zu Viktoria Preußen gekommen bin. Bin auch im Marienkrankenhaus groß, also geboren, sage ich mal, ja, wo meine Mutter auch gearbeitet hat. Also von daher mein ganzes Leben mehr oder weniger in Frankfurt, ja. Und das erste Mal im Stadion, da warst du 5 oder 6? Genau, das war bei der WM 74. Da hat mein Vater und mein Bruder mich praktisch mitgenommen und das war schon so das erste Erlebnis, natürlich ohne die Eintracht, mit der Nationalmannschaft, aber danach mit der Eintracht war natürlich schon was Besonderes. Ich bin am Frankfurter Berg groß geworden, das war ja ein sozialer Brennpunkt mit Hochhäusern und allem. Und dann kam ja der Fanclub Everton, wo wir dann auch gemeinsam immer wieder mit der S6 ins Stadion gefahren sind oder besser gesagt zum Hauptbahnhof und dann musste man nochmal umsteigen. Genau, du warst tatsächlich Fanclub-Mitglied und ich habe nochmal rausgesucht, das schöne Büchlein näht auf, wenn ihr Adler seid. Das gibt es gar nicht mehr, findet man ganz selten mal im Internet und Thomas hat sofort gesagt, Schöpsche vorne drauf. Und der Fanclub, dem du beigetreten bist, war der Fanclub Frankfurter Berg Everton. Wieso kommt man auf den Namen Everton? Wie gesagt, ich bin auch dazugekommen. Also die Jungs, die ihn gegründet haben, das waren, glaube ich, die Bockdoll-Brüders und Haselböck. Die haben den, glaube ich, damals gegründet. Und ich glaube, Ben Weiß, die waren da, sage ich mal, da zugange. Und ich war damals 10 oder so in dem Dreh, sage ich mal, plus minus. Und dann hat meine Mutter mir erlaubt, wenn ich ins Stadion durfte, dann wirklich nur mit diesen Jungs, weil meine Mutter war da immer sehr, was das anging, sage ich mal, etwas ängstlicher. Und dann durftest du mit den Brüdern, die sich ja auch gefährlich anhören, die Bockdoll-Brüder, mit denen bist du los. Hattest du sogar eine Kutte? Ja, ich hatte auch, natürlich hat man das früher gehabt als Kind. Ich weiß gar nicht sogar, ob ich das Schöpfchen hinten drauf hatte. Ich hatte es gehabt und dann auch den Aufnäher und noch so den einen oder anderen hat man ja früher gesammelt. Ich weiß gar nicht, ob das heute immer noch so ist. Dann hat man ja auch von anderen Fanclubs die Aufnäher gehabt. Das ist eine ganze Sammlung, nur Aufnäher. Ja, sehr schön. Fahne hat es da auch? Ja, klar, Fahne gehörte dazu und G-Block war Kult. Ich meine, da bist du manchmal rausgekommen, nicht wie heute, warst du klitschnass, wenn es geregnet hat und dann hast du das Konfetti irgendwo überall hängen gehabt. Ja, gab es auch das ein oder andere Brandloch in meiner Bomberjacke damals. Ja, so war das. Okay, also eine wilde Eintracht-Jugend, die du genossen hast, die aber unterbrochen war von der ganz schweren Krankheit, ja? Ja, ich hatte Lymphdrüsenkrebs, als so mit 10, 11 und da habe ich auch gerade bei der Eintracht gespielt. Ich habe ja auch in der Jugend mal gespielt bei der Eintracht und ja, da musste ich dann ein Jahr, sage ich mal, mehr oder weniger mit dem Fußball aufhören. Ich war 3 Monate lang im Krankenhaus und dann durfte ich raus, aber musste jeden Tag immer wieder rein zur Kontrolle, ob das Blut alles wieder okay ist und ja, toi toi toi, seitdem nichts mehr. Nichts mehr. Kann man das als Kind so umfassen, dass es da lebensbedrohlich wird? Familie ist nervös. Hast du das mitgekriegt oder bist du da optimistisch durchgegangen? Oder? Ja, ich glaube,
das hat mich auch irgendwo, glaube ich, abgehärtet. Und ich war ja auch immer auf dem Platz, immer so, glaube ich, der alles gegeben hat. Und ich habe einfach dran geglaubt und auch alles dafür getan. Oder was heißt, ich glaube, man hat immer so irgendwann auch so ein inneres Gespür dafür. Ja, ich habe auch so, bei den einen oder anderen Tabletten musste ich mich leider als Kind, ich konnte keine Tabletten nehmen, da sind noch mal ein paar auf den Schrank hochgeflogen im Krankenhaus. Ja, zum Glück haben sie es nicht gemerkt, sage ich mal. Aber wie gesagt, toi, 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 alles gut. Und deswegen habe ich es ganz gut verkraftet. Und dann nach anderthalb Jahren wieder auf dem Fußballplatz, das war dann wahrscheinlich das Größte. Ja, das war für mich wieder das Allergrößte. Ich kann mich sogar an ein Spiel erinnern, das, weil ich auch noch ein bisschen Tabletten nehmen musste, haben wir in Bockenheim gespielt, da gab es einen Anstoß und vor dem Anstoß musste ich mich dann leider, ich sage jetzt mal, übergeben, weil irgendwie im Magen irgendwas war. Und an so Momente erinnert man sich natürlich auch, oder dass man mal einen Haarausfall hatte, weil man ja Chemotherapie gemacht hat und viermal Knochenmarkpunktion, also das waren schon keine einfachen Zeiten. Aber wie gesagt, das war, glaube ich, auch das, was mich abgehärtet hat auf eine Art und Weise. Und ich habe trotzdem, mein Ziel war immer, im Waldstadion zu spielen, nicht als irgendein Freundschaftsspiel gegen die Eintracht, als irgend so ein, ich sage jetzt mal, Bezirksligist vielleicht. Ich wollte wirklich als Spieler von Eintracht Frankfurt in dem Waldstadion spielen. Und das Ziel habe ich auch nie aus den Augen verloren. Haben dir die Ärzte manchmal gesagt, mach mal halblang, mach mal halblang? Ich kann mir vorstellen, wenn so ein junger Kerl aus dem Krankenhaus kommt und die Genesung geht voran und du rennst immer auf den Sportplatz, dass sie sagen, hier... Ganz ehrlich, ja. Ich lag im Krankenhaus und ich musste oft auch im Bett liegen bleiben, aber ich konnte nicht. Meine Füße, die haben so gezappelt. Ich habe teilweise wirklich die Füße so aneinander geklopft, sage ich mal, weil ich einfach die Bewegung gebraucht habe. Ja? Also es war wirklich keine einfache Zeit. Das kann ich mir vorstellen. Dann hast du Fußball gespielt, du warst bei verschiedenen Vereinen. Es wurde mir besser, du hast gesagt, die Eintracht wollte dich wieder. Und du bist dann aber erstmal nicht zur Eintracht gegangen. Genau. Also der Bimbo Gerser wollte mich damals zurückholen zu der Eintracht für die A2. Er hat mir sogar versprochen, mir ein Mofa, dass ich hinten durch die Schrebergärten, durch Seckbach vom Frankfurter Berg aus schnell durchkomme. Aber damals hat Viktoria Preußen die A1 in der Landesliga gespielt und habe ich gedacht, dass es für mich vielleicht besser ist, dort zu spielen. Dann haben wir gegen die A1 damals von Eintracht Frankfurt gespielt, auch mit Andi Möller war noch dabei, haben wir gespielt und das Jahr drauf, wahrscheinlich wirst du das gleich ansprechen noch, wollte mich die Eintracht nicht mehr. Ich spreche nicht auf. Und ja, dann kam Kickers Offenbach und hatte mich gefragt und damals, muss man sagen, gab es nur zwei Vereine, da gab es noch keinen Wien Wiesbaden oder Mainz 05, hat man da gar nicht irgendwie jetzt dran gedacht, jetzt hier in dem Rhein-Main-Gebiet irgendwo. Deshalb, das waren nur die zwei Mannschaften, die, sag ich mal, auch immer um den Aufstieg, sag ich mal, oder um die Meisterschaft gespielt haben, besser gesagt. Was haben die Bockdoll-Brüder vom EFC Everton dazu gesagt, als du gesagt hast, Jungs, ich spiele jetzt beim Kickers? Ja, begeistert. Rausgeschmissen nicht, aber sie begeistert waren es natürlich nicht. Man ist auch immer damit aufgezogen worden, das ist klar. Aber wie gesagt, ich konnte es ja dann zum Glück später dann auch wieder gut machen, indem ich dann doch noch für die Eintracht, für die erste Mannschaft gespielt habe. Okay, sie haben es dir verziehen. Sie haben es mir verziehen, ja. Du bist ja dann auch von Kickers bist du gegangen zu Mainz 05. Ja. Und da hast du dann gespielt. Was war das für eine Zeit bei Mainz? Da haben wir schöne Fotos von dir, die haben wir jetzt nicht rausgeholt, die Autogrammkarten, aber schaut sie euch mal im Internet an mit Sat.1-Werbung und Haaren bis hierhin. Ja. Also ich bin ja dann erstmal von Offenbach bin ich 3 Jahre zu FV Bad Vilbel noch gegangen und bin von da aus bin ich dann in die zweite Liga. Damals, ich konnte es mir, Darmstadt 98 wollte mich oder Mainz 05, ich konnte es mir damals aussuchen, ohne jetzt arrogant klingen zu wollen, also beide wollten mich. Aber ich habe mich für Mainz 05 entschieden, weil das Familiäre mir einfach, mir persönlich, mich wohler gefühlt habe nach den Probetrainings und so, wo ich dann gesagt habe, ich gehe zu Mainz 05. Und es war auch, glaube ich, im Nachhinein für meine Karriere die bessere Entscheidung, ja. Du bist aber in Frankfurt wohnen geblieben oder hast du auch in Mainz gewohnt? Ich bin in Frankfurt wohnen geblieben, bin auch immer nach Mainz gefahren und habe ja eine Fahrgemeinschaft gehabt mit dem Jürgen Klopp zusammen. Wir sind wirklich 5 Jahre lang nach Mainz gefahren und aus Frankfurt. Und es war wirklich auch eine verrückte Zeit. Das kann man auch, glaube ich, mit heute überhaupt nicht mehr, ich sage jetzt mal, vergleichen. Ja. Also das war schon
enorm. Aber dann hat es dann doch noch funktioniert. Dann bist du zur Eintracht gekommen. War doch ein Traum dann, oder? Ja, das, als Frankfurter Bub und wenn du in der Jugend mal gespielt hast bei Eintracht Frankfurt, ist es natürlich ein, ist es mehr wie ein Traum. Ich weiß gar nicht, was man, ob es eine Steigerung gibt davon. Ja? Also es war einfach überwältigend, dann in dem Stadion zu spielen. Und ohne es jetzt schmälern zu wollen, Mainz 05, bin ich sehr dankbar, weil sie mir die Chance gegeben haben. Und es war auch schön, dort am Anfang vor, im Winter vor 1800 Zuschauern nur zu spielen. Ja, aber wenn du dann, wenn es ausverkauft war, waren 10.000. Das war dann, wenn 60 München mal kam oder so, oder Schalke 04, das waren die einzigsten zwei Mal. Oder wenn wir ein Pokalspiel hatten gegen Werder Bremen, kann ich mich erinnern. Aber dann kommst du zur Eintracht und dann spielst du in der zweiten Liga und das erste Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Das war freitagsabends, glaube ich, das erste Spiel und ich glaube, da waren schon 30.000 Zuschauer. Das ist natürlich dann, ja, überwältigend, ja, also. Schiedsrichter? Du hast mir das vor der Sendung gesagt, Alfons Berg. Aber wir haben gewonnen. Ja, 3-2. Gut, dass du den Namen ausgesprochen hast, aber hast du noch Erinnerungen an die Aufstiegssaison? Also ich erinnere mich an Taucherbrille, so. Diver, einen legendären Strip. Ich kann mich an viele Ergebnisse erinnern, ja, aber daran auch, ja, kann ich mich auch erinnern. Also es war eine schöne, eine verrückte Zeit, für mich persönlich auch natürlich, klar, mit dem Aufstieg dabei dazu beizutragen, die Eintracht wieder dahin zu bringen, wo sie hingehört. Ja, und das als Frankfurter Bub, sagt man, gibt es natürlich, muss man wirklich sagen, gab es für mich damals nichts Schöneres. Haben dir die Erfahrung eigentlich aus der Fankurve geholfen dann damals? Nee, yeah, du hast ja, als wenn du da als Fan gestanden hast, hast ja auch, klar, du hast die Jungs angefeuert, ja, Bruno Petzai, Chabum, Charlie und so und Ronny Borchers und die Jungs, aber es war jetzt, du hast ja darüber ja nie Gedanken gemacht und dann bist du auch so in dem Fokus drinne, dass du, klar, wenn du dann auf dem Platz läufst, guckst du mal dahin, das wo du vorher vielleicht mal gestanden hast und dass du da selbst die Jungs angefeuert hast, aber da bist du so auf das Spiel fixiert, dass du da jetzt irgendwie nicht sagen kannst, das hat mir jetzt irgendwie geholfen. Aber so eine gewisse Fannähe, die war von mir immer da, ja. Gott sei Dank. Und die Fannähe war da und man muss ja erstmal auf eine Idee kommen, eine Taucherbrille mal bereitzulegen, falls wir gewinnen und man die Diver macht. Also. Ja, es war, glaube ich, wir hatten ja 4 Siege in Folge, ja. Weil du mich ja gerade gefragt hast, ob ich noch Erinnerungen habe. Ja, wir haben ja 3-2 gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen, dann haben wir 1-0 in Wattenscheid gewonnen, dann haben wir zu Hause die Stuttgarter Kickers gewonnen. Und dann haben wir in Cottbus, ich glaube, freitagsabends war das, wo uns da, glaube ich, 3000 Leute mit hinbegleitet haben. Ja, freitagsabends, ich meine, wir wissen, wo Cottbus liegt. Ja, das war für mich auch das erste Mal, wo ich dachte, boah, was ist jetzt los? Ja, so viele Zuschauer hast du in Mainz 05 gehabt. Bei einem normalen Heimspiel, ja, so viel begleiten dich da auswärts, ja. Und dann kam dieses, ich glaube 4-1 war das gegen 1. FC Nürnberg, wo dann auch Willi Entenmann geflogen ist. Und der Lutz Meinl, wir hatten so die Idee, wir waren ja immer so ein bisschen die Spaßfraktion in der Kabine auch, wo wir gesagt haben, wenn der Jürgen Klinsmann da den Diver bei Tottenham macht und so, dann machen wir da mal einen richtigen Diver und dann nehmen wir halt mal den die Taucherbrille und den Schnorchel mit und die hat er schon in der Kühlbox drin gehabt, um dann zu sagen, okay, jetzt können wir Gas geben. Das war ein Riesenspiel, das war wunderschönes Wetter. Ich glaube, da waren über 40.000 Leute, ja, da, ja. Und dann genau, dann kommt dieser Diver. Ja, ja, ja. Das war sonntags, mittags, das war eins von den Spielen auch gerade am Anfang, wo wir wirklich die Euphorie auch wir mitgenommen haben. Das war der 5. Sieg im 5. Spiel. Aber natürlich, sag ich mal, wieder auch das Publikum, ja, was uns dann auch getragen hat und das ist ja dann, ich will nicht sagen Selbstläufer, aber es hat uns natürlich dann schon mal die ersten Schritte hat uns da schon mal ganz gut getan, dass wir da ganz gut reingekommen sind. Ich weiß, dass Ralf Weber ja vorher 21 Monate gefehlt hat, hat ja erst kurz vor dieser Saison, hat er die letzten 2-3 Spiele, glaube ich, gemacht, um erstmal wieder reinzukommen und dann war er unser, ich sage jetzt Kapitän und hat uns da wirklich auch sehr viel dazu beigetragen, bei sich, dass wir da auch aufgestiegen sind, weil da gab es einige Trainingseinheiten, da hat er so einen Hals gehabt.
Aber man hat so den Eindruck gehabt, es entsteht was. Du hast vorhin gesagt, die Fans auch haben sich gegründet, die Ultras haben sich gegründet, es ging los, dass die auf der Gegentribüne angefeuert haben. Block 30. Block 30, genau. Es ist richtig was entstanden und man hat den Eindruck gehabt, dass bei der Eintracht war es ja oftmals so die Mannschaft, die Fans gegeneinander und auf einmal ging oftmals vieles zusammen. Und man sagt ja auch, diese Aufstiegsmannschaft hat vom Kampf gelebt, vom Zusammenhalt. Das hat der Ermantraut ganz perfekt hingekriegt. Ja. Auf jeden Fall. Und man darf eins nicht vergessen, wir haben damals 15 neue geholt für 1,5 Millionen D-Mark. Ja, ja. 750.000 Euro. Da hätte man vom Jovic hätte man vielleicht nur das linke Bein damals gekriegt. Ja, oder von irgendeinem Spieler jetzt. Ja, also das muss man wirklich mal überlegen, was da die Eintracht damals wirklich geleistet hat. Oder auch jetzt Horst Ermantraut, was er zusammengestellt hat mit seinem Team zusammen. Das war, glaube ich, damals schon irgendwo einzigartig, was man nicht vergessen darf. Er hat aber auch viele aus der Region geholt. Ich kann mich erinnern, das sind Dirk Wolf, Thomas Sobotzig kam zurück, meine Wenigkeit, dann Sascha Amstetter, Renato Levi vom FSV Frankfurt gekommen, Sead Mehic kam aus Kleinkarben. Also man hat dann wirklich auch darauf geachtet, Jungs zu holen, die, sag ich mal, glaube ich, den Adler in der Brust einfach drin haben, die auch mit der Region verbunden sind. Mhm. Aufgestiegen seid ihr gegen Mainz 05, da hat sich für dich vielleicht ein kleiner Kreis geschlossen. Ja. Weißt du noch, wann das Spiel abgepfiffen wurde? Ja, ich muss. Es war, glaube ich, ungefähr eine 88. Minute. Ich weiß auch noch, wer da Trainer war. Das war Wolfgang Frank, der leider nicht mehr unter uns ist. Der mich 2 Jahre zuvor, sage ich mal, mehr oder weniger aussortiert hatte bei Mainz 05. Und ich ihm eigentlich im Nachhinein dann auch dafür eigentlich dankbar sein muss, dass er mich aussortiert hatte, weil ich den Umweg über jetzt Wien Wiesbaden, heißen sie ja, den Weg dann zur Eintracht gefunden habe. Von daher, ja, weiß ich ganz genau, oder kann ich mich an das Spiel erinnern, wir haben 2-0 geführt, De Webi hat noch einen Freistoß reingeschossen, wo der Kunert noch die Mannschaft gestellt hat, also von daher war auch ein besonderer Tag. Das war ein besonderer Tag und das wäre was, was heute auch einen Riesenskandal nach sich ziehen würde. Die Leute standen alle am Spielfeldrand, irgendwann rennen sie los, Schiedsrichter pfeift ab und rennt weg. Ja. Also. Nee, pfeift einen Freistoß, glaube ich, oder Abseits und die haben schon gedacht, es wäre der Abpfiff, genau, laufen genau. Auf dem Platz und dann gut. Du hast dann nochmal noch mehr gefeiert beim letzten Spiel, das kriegst du wahrscheinlich immer erzählt, aber dein Trikot ins Publikum werfen, Hose ins Publikum werfen, Schuhe ins Publikum werfen und am Ende Unterhose ins Publikum werfen. Und der Skandal ist, nichts davon ist im Museum gelandet, Thomas Sampo. Ich weiß nicht, wo du gestanden hast. Ich war im K-Block, da bist du nicht vorbeigekommen. Die Unterhose hast du ja vor der Haupttribüne weggeworfen. Ja. Hat sich mal irgendwann jemand bei dir gemeldet und hat gesagt, Herr Zambach, ich habe Ihre Unterhose? Ja, nee, also damals, ich muss sagen, ich habe ohne Unterhose gespielt, da gab es noch die Hose mit dem Innenslip. Und ja, natürlich wird man immer wieder auch darauf angesprochen. Ich kann immer wieder nur sagen, es war keine Wette, das war spontan. Horst Ermantraut hat uns das ganze Jahr wirklich immer gesagt, wir wollen aufsteigen, dann sind wir aufgestiegen und er wollte unbedingt als Meister aufsteigen, er wollte als Erster aufsteigen. Und dann haben wir ja in Zwickau gespielt, haben 1-1 gespielt und dann kam das Spiel noch gegen Fortuna Köln zu Hause, wo wir dann auch erst zurücklagen, aber er wollte unbedingt, wie gesagt, aufsteigen. Und dann, wenn du dann in die Kurve so losläufst und gibst was, dann gibst du, sag ich mal, die Stutzen rein, dann gibst du das und so. Und irgendwann hast du halt nur noch die Hose an und wenn du dann manchmal wirklich auch in so, ich sage jetzt Kinderaugen oder in so die Leute reinguckst, und das ist das, was ich sage, wenn du siehst, was die Fans auf sich genommen haben, wie ich schon gesagt habe, nach Cottbus gefahren sind und uns da wirklich unterstützt haben, war das einfach nur von mir auch, wo ich gesagt habe, ich möchte dann auch einfach alles mal zurückgeben, auf eine Art und Weise. Aber ich muss dazu sagen, ich habe ja vorher noch den einen Fotografen gefragt, ob er mir noch ein Leibchen leihen kann, damit ich wenigstens noch ein bisschen was verdecken kann. Ich meine, das Leibchen konnte klein sein, ich habe da nicht so viel, also von daher, aber bedecken musste ich trotzdem. Unser Hinweis an den Fänger der Hose, bitte geben Sie die Hose im Museum ab, die fehlt uns noch. Ja, es waren Zeiten, in der viel zu feiern war. Die nächste Saison war auch wieder sehr aufregend. Da habt ihr den Klassenerhalt geschafft. Da war die nächste große Party, 5-1 gegen Kaiserslautern. Auch ein Spiel, über das Generationen von Eintrachtlern noch reden werden. Ja, da hat ja auch keiner mehr dran gedacht. Ja, ich weiß noch, wo der Jörg Berger kam. Wir haben zu Hause gespielt gegen Hansa Rostock, die mit dem Abstiegskampf waren. Wir mussten unbedingt gewinnen, dann spielen wir 2-2, dann fährst du nach Freiburg, da verlieren wir, ich weiß nicht mehr, ob 2-1 oder 3-2 und jeder sagt schon, okay, also das war es eigentlich.
weil dann spielen wir zu Hause gegen HSV, dann hatten wir noch Werder Bremen, wir hatten Dortmund, wir hatten Schalke und wir haben Kaiserslautern. Alle, die noch um den UEFA-Pokal gespielt haben, um den Einzug, also keine Rechte damit, dass du dann gegen die Punkte holst. Ja? Und wie gesagt, und dann spielen wir zu Hause gegen HSV, wo der Jeboah uns in der 84. Minute, glaube ich, das 2-2 reinhämmert. Ja. So, und also dachte jeder, okay, vier Tage, Spieltage vor Schluss, das war's dann. Aber dann hat halt der Schui das entscheidende Tor geschossen in Bremen und so haben wir dann die Aufholjagd gestartet, haben dann zu Hause Dortmund 2-0 geschlagen und dann kam das, auch das eigentlich noch wichtigere Spiel eigentlich, wie das 5-1 gegen Lautern, nämlich das 3-2, wo wir schon 2-0 auf Schalke zurücklagen, wo der Olaf Janssen das 3-2 geschossen hat, der glaube ich vorher in, ich sage jetzt mal 156 Bundesligaspielen nie getroffen hat, ja, und da macht er auf einmal das 3-2 das Entscheidende und damit sind wir natürlich erstmal nochmal die Chance gehabt im letzten Spiel. Und aber ich glaube, an dem Tag hätten wir ein Sechstes gebraucht, glaube ich. Da hätten wir von der Mittellinie schießen können und hätten wahrscheinlich über den Rhein drüber geschossen. Das habe ich das schon, gibt's schon so Tage, gehört. Ja. Wenn dann noch ein Tor gefallen wäre, hätten wir auch wieder eins gemacht. Ja. Wahnsinn. Also du hast mit der Eintracht ganz, ganz tolle Sachen erlebt. 100%ig. Und du bist dann sogar Mitarbeiter geworden nach der aktuellen Karriere. Ja. Hennings von der Fanabteilung. Genau, und du bist damals Fankoordinator geworden. Das war ja was, was es eigentlich so gar nicht gab bis dahin. Es gab Fansprecher und die Fanabteilung hatte sich auch ein Jahr zuvor gegründet dann. Mhm. Und letztes Jahr 20-jähriges gefeiert. Wie kam damals der Kontakt zustande? Was war so dein Job? Es kam so, dass Felix Magath, ich hatte ja im Sommer hatte ich Borreliose gehabt und dann hatte ich noch ein paar Verletzungen gehabt, also ich kam nicht mehr so richtig rein und hat er gesagt, machst denn bei Profimasse, spielst bei den Amateuren und machst den Fankoordinator zum Beispiel oder guckst halt, was wir noch hinkriegen. Und meine Aufgabe war eigentlich gewesen, das war ja damals so, was wir gesagt haben, so, das war so die Entstehung mit Ultras und das Ganze so ein bisschen, auch die ganzen mehr Fanclubs gekommen sind. Und es kamen natürlich immer wieder Anfragen bei der Eintracht nach Spielern und. Und es war halt nichts irgendwo richtig koordiniert. Und es ging dann praktisch über meinen Schreibtisch, dass ich das so ein bisschen koordiniert habe. Wer geht dann wohin oder welche Anfrage ist oder ist eine Hochzeit. Dann haben wir dann eine Urkunde gemacht, ja, die dann die Mannschaft unterschrieben hat, dass wir das dann da hingeschickt haben. Das war alles damals noch nicht so gewesen wie heute. Ich glaube, heute hat wahrscheinlich die Abteilung, weiß nicht, 3-4 Leute bei der Eintracht wahrscheinlich, die sich darum kümmern. Es sind natürlich auch mehr Fanclubs und die Spieler müssen natürlich noch mehr irgendwie, wo sie hin müssen und allem. Und das war so meine Aufgabe und dann kann ich mich auch an meine erste Fahrt erinnern nach 60 München damals, wo Rolf Dohm und Armin Kratz ihr erstes Spiel hatten als Trainerduo, ja, wo wir 2-0 geführt haben und haben 2-2 gespielt. Also das war meine erste Auswärtsfahrt dann mit hin. Gab es 1.860 Flaschen Licher Bier damals. Ich habe ein schönes Foto gefunden zum 20-Jährigen der Fanabteilung. Da bist du nämlich dann auch drauf. Okay. Mit Peter Fischer, eine schöne Chevignon-Jacke noch. Ja, also man erkennt dich fast nicht wieder. Ja. Ja. Aber ich kann mich an die Fahrt tatsächlich noch erinnern. Die war feuchtfröhlich. Ja, ich glaube, mir hat noch, glaube ich, einmal der Zug ist stehen geblieben, weil einer die Notbremse, glaube ich, gezogen hat. Das kann schon. Ich glaube, da war irgendwas. Diese sogenannten Fans wieder. Ich weiß nicht. Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber ich kam mich irgendwie, war da schon, ja. Die Fahrt war wirklich auch was Einzigartiges. Auch wieder mit der Eintracht natürlich. Und das war ja dann quasi wieder zurück in die Jugend, als du als Kind ins Stadion gefahren bist als Fan. Und dann bist du auf einmal wieder mit den Fans gefahren. Genau. Also es war, ich bin auch am Riederwald, habe ich trainiert mit den Amateuren. Und wie gesagt, und habe dann meine Tätigkeiten auch an Spieltagen gehabt oder so, oder auch wie gesagt, oder auch danach. Also es war schon eine schöne Zeit. Danach bin ich ja noch, haben wir die Fußballschule mit dem Charlie zusammen gegründet, aufgemacht und so. Dann war ich noch Scout gewesen bei der Eintracht, ja, also weiß ich noch, auch mit dem Aufstieg dann mit dem Alexander Schur, mit dem 6-3, war schon tolle Zeiten, die man auch mitgemacht hat. Aber im Zug nach 1860 München waren die Borrell-Brüder nicht gewesen, oder? Hast du die getroffen? Nee, da habe ich sie nicht gesehen. Hast du nicht getroffen. Was ja bei dir außergewöhnlich ist, wenn du so erzählst, was du alles gemacht hast, das ist ja der Wahnsinn, also ganz vielseitig. Du bist dann auch noch American Footballer geworden, hast bei der Galaxy gespielt. Ja. Ich habe im Internet gelesen, du bist wohl der Einzige, der mit American Football und Fußball aufgestiegen ist. Ja, genau. Wie kommt man dazu?
Ich war ja Botschafter für Respekt, kein Platz für Rassismus. Mhm. Und dann kam der Lothar Rudolph auf mich zu, die waren Sponsor gewesen, hat mich gefragt, hier, ich bin zu einem Spiel gegangen, habe ich den Coin geworfen praktisch, um zu gucken, wer hat zuerst Anstoß oder wer möchte anstoßen oder ankicken, besser gesagt. Und so kam das und haben die gesagt, nach dem Spiel willst du nicht mal versuchen, da mal durchzukicken, aber habe ich gute Schuhe angehabt, sage ich, ich probiere es gerne mal barfuß, weil meine gute Schuhe wollte ich jetzt dann nicht unbedingt dreckig machen. Und das habe ich dann ganz ordentlich gemacht und hatte Lothar gesagt, hier komm, geh doch mal hin, mach doch mal mit und so. Und dann kam das so und es hat mir auch einen riesen Spaß gemacht. Ich bin ja auch so neugierig, ja, was kann man vielleicht aus dem Sport wieder dann auch für den Fußball irgendwo mitnehmen, ja. Und auch das war eine Wahnsinnszeit, muss ich sagen, ja, wenn du dann überlegst, wir haben einen Spieler gehabt, ich glaube 2,03 Meter, der Bambo hieß er, der, ich habe einen Kick reingemacht aus 16 Meter über das Tor und komme vom Platz, da hat er gejubelt, hat mir mir Five gegeben, hat mir bald die Schulter gebrochen, aber so, der hat sich so gefreut über einen Kick, den du dann, sag ich mal, über das Tor machst, ja, so ungefähr, wo du sagst, für einen selbst vielleicht, wo man nicht so schwer vorkommt, aber die Jungs sich so gefreut haben, das war wirklich einzigartig, ja, also das war wirklich, aber es ist auch die einzigste Sportart, habe ich schon mal gesagt, wo die Offense auf dem Platz ist und danach kommt erst die Defense, sie sind nie gleichzeitig auf dem Platz und ich glaube, das ist auch, glaube ich, so noch dieser Zusammenhalt, dass die Elf wieder oft von denen so abhängig ist, ja, und du kannst fast deinen eigenen Fehler nicht wieder gut machen, in dem Sinne müssen eigentlich wieder die anderen Elf dann machen, wenn du mal irgendwie so ein Ding vergeigst, ja. Und dass du aber im Fußball quasi im Spitzenfußball gespielt hast und dann auf einmal American Football auch auf so hohem Niveau, du hast das ja nicht als Kind gemacht, also man konnte viel aus dem Fußball übernehmen. Kraft, ja, Athletik, bis auf wenn der dich abklatscht. Genau, aber ich schätze mal, meine Aufgabe war ja mehr auch das Kicken, also es war jetzt nur, dass der Ball nicht ganz rund ist, sondern mehr das Ei ist. Ballgefühl. Genau, und du natürlich dann gucken musst, dass der andere das Ding gut wirft und dann das Timing, sage ich mal, passt. Aber ansonsten, ja, musst halt gucken, dass du hoch und weit kommst. Ja, das ist halt wie im Fußball, wenn du vorher den Diagonalen vielleicht irgendwo hingeschlagen hast auf die gegnerische Seite. Wie lange hast du das gemacht, American Football? Oh, ich glaube, ich habe 3 oder 4 Jahre habe ich gespielt, ja. Bis wir aufgestiegen sind. Vorher konnte ich nicht aufhören. Okay. Ich habe im Vorfeld mit Ansgar Brinkmann gesprochen und der hat gesagt, der Sampe, das ist ein Mentalitätsmonster. kannst du jeden fragen, Mentalitätsmonster. Ja. Ja. Du hast aber dann tatsächlich auch irgendwann mal runtergeschaltet. Und man stand dann, Zampe Burnout stand in der Zeitung und du bist mal ganz, ganz runtergefahren. Also da war es dir dann alles zu viel, hast du das gemerkt? Und ja, ich habe das gemerkt. Ich war ja dann nochmal, war ich im Trainerteam später noch bei Darmstadt 98, wo wir dann auch aufgestiegen sind in die dritte Liga. Sonst hätte es ja das Derby nie gegeben gegen die Eintracht, ne? Muss man ja sagen. Die sind ja auch schon sehr nett gewesen, wo sie in der ersten Liga waren, die Darmstädter. Aber ich habe dann gemerkt, dass du immer wieder so unter diesem Strom irgendwo bist. Und dann war 2012, bin ich dann da schon mal raus bei Darmstadt. Und dann ist 2013 ist meine Mutter gestorben. Und das habe ich aber erstmal gar nicht so realisiert. Es kam dann erst so circa ein halbes Jahr später irgendwie, dass ich irgendwie in so einer ganzen Zeit immer in so einem Hamsterrad irgendwie drin war und ich auch nicht Nein sagen konnte, wenn mich einer gefragt hat. Wenn du mich gefragt hättest, kommen wir heute Abend ins Waldschatten, wir machen Latte-Schieße, da wäre ich gekommen, ja. Hm. Aber das würde ich heute jetzt auch noch machen, ja, weil das brauchen wir gar nicht drüber reden, ja. Also, aber hättest du mich gefragt, ob ich dich irgendwo abholen kann, hätte ich dich wahrscheinlich in München abgeholt oder irgendwas. Ich war in so einem Hamsterrad drin und für mich war dann irgendwann wichtig, einfach mal aus dem Hamsterrad raus und das, mein Leben, sage ich mal, von draußen auf das Hamsterrad zu schauen, ja, und dann, was mich dann wirklich auch in einer Art und Weise, was erfüllt mich, was macht mich glücklich und nicht immer nur irgendwo versuchen, irgendwelche Erfolge hinterherzulaufen. Ja, das hat mich dann schon, sage ich mal, einiges müde gemacht und mich auch, wie gesagt, mit meiner Mutter, dann hat mich das auch ein bisschen noch, sage ich mal, war ein Einschnitt. Ich habe meinen Vater mit 17 verloren und dann war halb so irgendwie so, war keiner mehr da von der Familie außer meinem Bruder, aber es war so wohl irgendwie so, ja, kein Elternteil da. Und das ist mir dann irgendwie so bewusst geworden und das hat dann ein bisschen auch an mir genagt. Aber ich muss sagen, ich hatte dann, ich sag's immer so, eine chemische Reinigung gemacht. Und seitdem, muss ich sagen, geht's mir eigentlich
richtig gut. Und es war auch wichtig für mich, darüber zu reden und das von daher, wie gesagt, das auch damit zu verarbeiten. Du hast dann eine Ausbildung als Sportmentaltrainer gemacht. Wie sehr haben dir die Erkenntnisse aus der Ausbildung dann bei der Bewältigung der Probleme geholfen? Ja, das war dann so dieses i-Tüpfelchen, was ich so irgendwie gebraucht habe. Und es war auch so eine Zeit, wo ich dann auch so den Weg wieder so ein bisschen mehr zu Gott gefunden habe auch. Ja, und auch immer wieder auf so viele Signale irgendwo auch gehört. Ja. Es kamen immer wieder Leute, die gesagt haben, oh, du kannst so Leute so gut motivieren und du kannst sie begeistern und. Ich habe immer gesagt, nee, ich bin der Fußballtrainer, ich war Spieler, ich bin der Fußballtrainer und. Und ich, da sehe ich mich auf dem Platz und so. Aber es kam immer wieder die so, aber ich habe das immer so irgendwie zur Seite geschoben und habe gesagt, nein, das bin ich nicht. Und irgendwann habe ich gesagt, wieso sagen das hier so viele Leute? Und dann habe ich halt mal drüber nachgedacht und dann gesagt, okay, du willst auch was verändern in deinem Leben, du willst wieder nicht so in dieses Hamsterrad rein, dass du immer wieder von irgendwelchen Erfolgen abhängig bist und so. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht und dann muss ich sagen, das war auch für mich nochmal dann der nächste Schritt, wirklich aus dem, ich sag mal, aus dem Loch komplett rauszuhüpfen sozusagen. Ja, ich hing schon am Rand, ich war schon ziemlich draußen, aber das war nochmal für mich dann so, wo ich sage, okay, das hat mir nochmal irgendwie, guckst du dann über den Tellerrand nochmal anders darüber. Und das war für mich dann auch entscheidend, ja. Dass du mittlerweile dann immer noch ein Mentalitätsmonster bist, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich sehe dich häufig am Riederwald. Wir bieten einen Kurs an, Fußballfans im Training. Und da bist du das Mentalitäts- und Motivationsmonster. Also müssen wir das noch ein bisschen erweitern tatsächlich. Erzähl uns doch ein bisschen, was machst du da und was machst du sonst noch so aktuell? FFIT, Fußballfans im Training, da kam die Nina Goldstein, der Julian Schneider, die kamen auf mich zu und haben gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, ja, weil das damals die Deutsche Krebshilfe ja angeboten hat. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann es mir vorstellen. Haben uns auch ausgetauscht, was überhaupt auf mich zukommt. Und es ist wieder was, wo ich sage, ich kriege so viel Energie zurück. Ich gebe viel, was du sagst, als Motivation. Aber wenn du 20 Jungs drüben hast, die dann so nach 12 Wochen auf einmal du dastehen hast, wo einer sagt, er hat 20 Kilo abgenommen, der eine hat vielleicht 15 abgenommen. Wir haben auch mal Jungs, die vielleicht nur 4, 5 abgenommen haben. Aber wenn die dann auch es geschafft haben, so ein bisschen ihr Leben umzustellen, ja, und das ist so, wir fangen an eigentlich mit viel Theorie und wenig Praxis. Und es wechselt dann, sage ich mal, von Woche zu Woche, wird es immer dann ein bisschen mehr von dem praktischen Teil, ja, und die Jungs sind dann wirklich auch natürlich Feuer und Flamme, ja, ich meine, A, bist du Eintracht-Fan, du bist gleichgesinnt, sag ich mal, mit Jungs, die irgendwo das gleiche Problem haben, ja, und es geht nicht nur darum, ums Abnehmen, wir machen da keine Weight Watcher irgendwie Kurs, sondern es geht ganz bewusst darum, das, ich sag jetzt mal, komplett umzustellen, sich Gedanken drüber zu machen, was ich esse, wie ich esse, ja, und es sind manchmal nur kleine Tipps und dann kommen die Jungs noch untereinander, geben sich Tipps und dann merken die auf einmal auch, wie sie in so eine Spirale reinkommen, ja, und wir haben dann Jungs dabei, die auf einmal sagen, sie haben wieder Tennis gespielt, eine Mädel und sie haben kein Spiel verloren und sind auf einmal aufgestiegen, ja, und auf einmal sagt er, das ist Wahnsinn, ich habe 18 Kilo weniger, ich habe kein Spiel verloren und meine Jungs klopfen mir auf die Schulter und so. Und das sind so einfach so Dinge oder auch Kleinigkeiten, wenn man sagt, weil wir auch immer Ausreden suchen. Ich habe keine Zeit. Wenn du keine Zeit hast und fährst vielleicht mit der Bahn auf die Arbeit, kannst du eine Station vorher aussteigen und gehst vielleicht 500 Meter zur Arbeit. Oder du steigst zwei Stationen später ein, nach der Arbeit, wenn du die Zeit hast. Ja, und viele verstecken sich manchmal hinter den, ich sage jetzt mal, Ausreden, dass sie keine Zeit haben. Und mittlerweile haben wir ja 3 Kurse gemacht und die treffen sich jetzt, ich glaube, montags oder mittwochs und kicken jetzt zusammen in der Halle. Momentan natürlich nicht, aber wenn es wieder geht. Und dann merkt man da auch, was da für eine Eigendynamik, sag ich mal, die Jungs auch reinbekommen. Und wirklich nur teilweise manchmal nur das Essverhalten oder die Essgewohnheiten, sich bewusst zu machen, was ich esse und vielleicht einfach auch ein bisschen mehr Schritte zu machen.
Merkst du da manchmal als in deiner Funktion als Mentalitätstrainer, dass du die Leute auch ein bisschen stoppen musst, weil sie so Feuer und Flamme sind, dass du Angst hast, dass die zu viel machen? Ja. Ja, also ja, sie wollen ja dann manchmal zu viel. Man merkt, deshalb sage ich auch, wenn wir dann in den praktischen Teil gehen, sage ich immer, Leute, bitte, lasst uns erstmal richtig vernünftig warm machen und. Und wenn wir aufs Tor schießen oder Torschussübungen machen, bitte erstmal sachte. Und die Jungs, die sind dann so Feuer und Flamme, dass dann muss ich Angst haben, dass sie nicht in den Fangzaun hinten umschießen, so ungefähr, wenn sie mal vorbeischießen. Ja, also sie wollen dann wirklich, aber sie merken dann auch den Erfolg, den sie haben. Dass sie, und das sind ja das, was ich sage. Am Anfang zum Beispiel, am Riederwald machen wir 2 Runden. Wir gehen mal die Treppe hoch, wir gehen die Treppen wieder runter, wo man ja hinter zur Pestalozzi-Schule kommt. So, dann haben wir am Anfang, Jungs, nach dem ersten, zweiten Mal stehen die da und sagen, ich bin kaputt. Und dann auf einmal habe ich ungefähr 4, 6 Wochen später, sagte eine, ich bin jetzt daheim schon mal 400 Meter um den Platz gelaufen. Und auf einmal sagt er schafft schon 2 Runden um den Platz. Und dann geht er mal wieder eine, dann läuft er wieder 2. Und das sind so die Kleinigkeiten von Erfolgen. Oder der eine sagt, ich weiß noch, es war Ostern, wo der eine gesagt hat, ich gehe spazieren zu meiner Mutter, weil ich genau weiß, was ich da für ein gutes Essen kriege. Der ist die 6 Kilometer hinspaziert und ist dann wieder 6 zurück und sagt, okay, ich habe gut gegessen, habe aber auch gleichzeitig schon wieder dagegen gleich gearbeitet, weil ich zu Fuß gegangen bin. Ja. Einfach die Treppe nehmen statt Fahrstuhl oder so. Oder dann, was ich immer ganz, weil man es oft unbewusst macht. Man geht irgendwo ins Büro rein, zur Kollegin, dann stehen da vielleicht, keine Ahnung, ein paar M&Ms, dann greift man rein, dann nimmt man was. Und wenn man sich dann aber auch aufschreibt, was man gegessen hat und dann einfach nur so, ich sage jetzt mal, kleine Tricks, ja, die sie dann, was wir natürlich, ich habe da so ein, auch ein Handbuch, wo ich dann natürlich immer wieder auch so ihnen klar mache, was ist es, wenn ich eine Pizza esse oder wenn ich im Stadion 2 Würstchen esse und 4 Bier trinke oder 3 Bier trinke, wie viel Kalorien nehme ich überhaupt zu mir? Und manchmal ist es so gewesen, dass wir Jungs hatten, ja, am Wochenende haben die keine 3000 Schritte gemacht und wenn sie bei der Eintracht waren, haben sie aber 17.000 Schritte gemacht, aber haben natürlich aber auch dementsprechend dann auch, sag ich mal, gegessen und getrunken. Ja, aber das sind so Dinge, so Beispiele, die natürlich dann den Jungs erstmal bewusst wird, wenn man auf einmal wirklich, oh, weil sie kriegen Schrittzähler, wo da auf einmal steht, oh, ich habe heute nur 3000 Schritte gemacht. Super. Also, du bist mit Eintracht-Fans wieder am Arbeiten. Auf jeden Fall. Also ich hoffe, dass wir es bald wieder machen können. Ja. Und ja, weil das ist schon auch was mir persönlich, muss ich wirklich sagen, auch fehlt. Ja, die Arbeit mit den Menschen und sie auch, sage ich mal, ja, zu motivieren. Das ist, muss ich sagen, ich bin dankbar, dass mir es die Leute irgendwo gesagt haben und es immer wieder dieser Input irgendwo kam und ich irgendwann mal gesagt habe, okay, ich mach's jetzt, muss ich wirklich jetzt im Nachhinein sagen, bin ich sehr froh und sehr dankbar dafür. Und hast damit ja eine durchlaufende Eintracht-Biografie. Als 4-5-Jähriger zur Eintracht gegangen, bei der Eintracht gespielt, bei der Eintracht jetzt arbeiten. Du gehst noch zu den Spielen, wenn es geht, bist du auch bei den Spielen. Warst du mal wieder in der Fankurve? In der Fankurve? Nein, ich setze mich, ja gut, da drüben war ich, muss ich sagen, ich weiß nicht, gegen wen zwar war ich mit meinem Sohn, es ist bestimmt 5, 6 Jahre vielleicht her. Ich hatte mir fast die Füße abgefroren, sage ich. Das war ein Spiel. Nein, also jetzt, gegen deswegen, Wolfsburg? Nein. Doch, gegen Wolfsburg. Ich habe sogar Pappkarton unter die Füße gemacht, weil ich so eiskalte Füße hatte. Und meinen Sohn habe ich noch auf den Schoß gesetzt und, damit der nicht die Füße auf dem Boden hat. Aber ich sage ganz ehrlich, ich gehe gerne zur Eintracht. Ich muss nicht bei den VIPs sitzen, ich sitze gerne beim normalen Publikum. Ich sehe mich auch als ein ganz normaler, auch wenn manchmal Leute kommen und sagen, oh, du warst Fußballer oder Fußballgott, sage ich ganz ehrlich, wenn ich auf die Toilette gehe, bei mir riecht es auch. Aber es ist ja trotzdem toll, dass die Leute dich wieder erkennen und dass, wenn du im Museum bist, dass sich die Leute freuen, dass sie Fotos machen. Und, was wir eigentlich immer wissen wollen, du warst auch in Berlin 2018. Wie warst du da, wie hast du gefeiert? Wie hast du das alles erlebt? Ich bin morgens hingefahren und bin auch direkt nach dem Spiel wieder zurück, weil ich Sonntag einen Termin hatte. Aber es war ja ein Wahnsinnserlebnis. Ich war auch das Jahr zuvor da. Ich war auch 2006, glaube ich, gegen die Bayern war das gewesen, war ich auch da. Und es wurde einfach mal Zeit, dass wir das Ding wirklich nach Hause geholt haben. Weil, wie du gesagt hast, als die Erfolge wurde, Charlie noch geholt hatte damals oder auch mit Willi Neuberger und so.
Das war schon viele, viele Jahre und die Eintracht war jetzt einfach mal dann wieder auch dran. Und wenn man überlegt, was da draus geworden ist, also ich kann mich kaum daran erinnern, ob irgendwann mal einer so den Pokal, sage ich jetzt mal, wirklich ausgeschlachtet hat, ja, wie die Eintracht danach. Letztlich hast du ja mit der Eintracht auch einen Titel geholt, den Meister der zweiten Liga. Damals gab es aber diese Meisterschalen noch nicht. Den gab es leider nicht. Aber den Wimpel gibt es, der ist heute im Museum, der Wimpel. Ja. Meister der zweiten Liga. Also deshalb, das sage ich auch immer, ja, also wirklich Meister der zweiten Liga. So sehe ich mich auch. Es war auch, wie gesagt, was ganz Besonderes. Und Eintracht, weil du auch von Tradition oder die Sendung ja auch mit um die Tradition geht, Eintracht hat schon eine Wahnsinnstradition und ich bin froh und auch stolz, ein Teil zu sein. Genauso wie ich auch, ich sage jetzt mal, stolz bin, ein Teil zu sein von Mainz 05 damals. Ich werde es nie vergessen. Ich habe irgendwann mal im Urlaub Harald Strutz getroffen, der mir damals gesagt hatte, dann, es ist jetzt glaube ich ungefähr vielleicht 10 Jahre her oder so, der gesagt hat, es war die wichtigste Zeit in den Anfang der 90er, dass wir da nicht nochmal abgestiegen sind. Wir haben wirklich 5 Jahre gegen den Abstieg gespielt in der zweiten Liga und wie wichtig das für den Verein war, sonst würde er jetzt nicht da sein, wo er jetzt ist. Und das macht mich dann natürlich als Spieler sowas natürlich dann, wenn du es 20 Jahre später hörst, macht es einen nochmal stolz, wenn es dann der Präsident zu einem sagt. Hast du auch noch Kontakt zu Mainz 05? Ja, ich gehe auch ab und zu Mainz 05. Für mich sind beide Vereine, es ist ja auch in der Nähe, ich mache auch Fußballschule bei Mainz 05 mit, ich mache Fußballschule bei Eintracht Frankfurt noch mit, also von daher ist mir das auch wichtig, dass ich für beide Vereine irgendwo mein Wissen auch an die Kids weitergeben kann, nicht nur bei den Jungs bei FFIT, sondern auch mein Wissen, sage ich mal, an Kiddies weitergeben kann. Ich sage immer, wir hatten früher keinen Dr. Google, aber wir haben es trotzdem irgendwie geschafft, ja, weil man einfach, glaube ich, auch so die intrinsische Motivation und auch immer wissenshungrig sind oder waren, um zu gucken, wie man irgendwie, glaube ich, weiterkommt und wie man fit wird. Ich habe damals schon in meiner Jugend habe ich Liegestütze gemacht, ich habe Treppenläufe gemacht. Ja, ich bin im 8-stockigen Hochhaus groß geworden. Mein Vater hat mich immer 8 Stockwerke hochgejagt. Ja. Felix Magath hat, glaube ich, wo in Wolfsburg, glaube ich, so einen Turm bauen lassen extra. Ja. Also von daher kann es nicht so verkehrt gewesen sein, was mein Vater mit mir trainiert hat damals. Also gute Kontakte noch zu Mainz, zu Frankfurt. Andere fragen wir nicht, Offenbach. Anna Mahlseit interessiert nicht. Ja. Vielen, vielen Dank, Thomas. War ganz toll, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Es war ein super Gespräch. Es gibt Anknüpfungspunkte für 2 weitere Folgen. Wir konnten ja vieles durchstreifen, aber es hat viel Spaß gemacht. Das nächste Mal dann hoffentlich wieder mit dir und Publikum. Das wäre schön. Genau, wir hoffen, dass wir euch alle mal wieder im Museum oder im Stadion begrüßen können. Danke an Thomas Sambach, schönen Abend noch. Und das letzte Wort hat der Gast. Nein, vor allem, dass wir uns gesund wiedersehen, das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir wirklich diese Krise oder wie auch immer wir es nennen wollen, glaube ich, dass wir wirklich da, sage ich mal, gut durchkommen, das wirtschaftlich und auch vor allem auch gesundheitlich, dass wir da wirklich alle, toi toi toi, würde ich sagen, da durchkommen. Das ist ein schönes Schlusswort. Wir danken, dass ihr zugeschaut habt. 2 Sachen noch. Die Hose vom Aufstieg bitte vorbeibringen. Der Fänger und die Bockdoll-Brüder vom EFC Everton sollen sich auch mal melden. Dankeschön.